Hallo und herzlich willkommen zum Let's Play Wild Arms 1 zum Ruinenfestival in der Stadt Adelheid. Und wir versuchen natürlich unsere Gang wieder zusammenzukriegen. Also unsere Truppe. Man hat ja gesehen, zu dritt sind die wirklich gar nicht so schlecht. Dies ist das Zeitproberennen. Willst du die Regeln wissen? Ja, klar. Lauf einfach einmal auf der Bahn ganz herum. Zeig mir, wie schnell du bist. Warum nicht? Na klar. Das geht noch deutlich schneller und... Noch nicht am... Doch. Nee, nicht immer den besten. Gucken wir mal, ob wir es hinkriegen. Na gut, es war gerade sehr clever von mir. Ja, gehen wir einmal schnell zu Fuß. Ich habe mich da natürlich mit der Wand eiskalt verrechnet und vertan. Verraten, verkauft quasi. Ist hier schon so ein bisschen witzig, nicht? Einen Versuch mache ich noch. Ohne Witz. Ohne Worte. Warum verklicke ich mich da oben immer? Ein Versuch noch. Das hätte echt so ein noch eine Runde Faktor. Ich will es gerne nochmal probieren schaffen. Zumindest da oben die erste Ecke. Schon. Nee, keine Lust mehr. Ich muss ganz echt zugeben, ich wüsste jetzt nicht, wie ich hier noch... schon grob eine Ahnung, wie ich jetzt weniger wie 3 Sekunden noch... Aber... Dann gucke ich mich über hier auf dem Ruinenfestival um. Einige fürchten jetzt Fakte genauso sehr wie Dämonen. Ja, klasse. Blumen, 2 Geller für eine. Pass auf dich auf. Ja, aber sowas möchte ich doch gerne. Und was ist das hier? Barbados. Ist das nicht eine Urlaubsinsel? Die Waffe auf seinen Schultern ist ein Feuergerät. Fundort Sandozean. Größe 19 Meter ohne Waffe. Gewicht 210 Tonnen. Wie die im Mittelalter 210 Tonnen bewegen konnten. Ein Sohn mit einem roten Ballon. Naja, warum nicht? Wir sind ja hier. Ball werfen, okay. Also schwer kann es nicht sein. Und Witze, diese Spiele sind glaube ich total verarscht, aber egal.
in einem ultimativen Angsthasenspiel. Ja, ich habe genug Mut. Stopp, nah wie möglich von der Maut, schätzt aus, sobald du mal berührst. Kannst du mit der Taste Sprint anhalten? Ja, mache ich. Das ist nicht mutig, das ist idiotisch. Egal, nochmal. Ich glaube, wenn ich bei Emma bin. Einmal noch. Hier gibt es aber keinen Geldbug, soweit ich weiß. Also muss ich mir hier mein Geld ernsthaft verdienen. Wahrscheinlich muss man im Schatten landen, damit es ernsthaft wird. Na egal. Geld zu verschenken habe ich auch nicht. So, suchen wir mal einen Jungen mit einem Ballon. Sucht in der Stadt nach seiner Mutter, okay. Also ich habe eben das Gefühl gehabt, es wäre sein Vater gewesen. Wobei mir gerade der Witz entfällt mit Darth Vader. Wie war das doch? Deine Mutter ist wie Darth Vader. Groß, schwarz und sie sagt, ich bin dein Vater. Ja, ich weiß, der war gerade wahrscheinlich politisch nicht annähernd korrekt, aber egal. Man muss auch mal ein bisschen Humor haben können. So, gucken wir doch mal, wo hier jetzt ein Typi mit Ballon ist. Das ist gerade lästig hier. Wo ist denn der Junge mit dem Ballon? Wenn ihm was zugestoßen ist, ist er hier im Krankenhaus. Ich denke mal, auf dem Friedhof wird er sich nicht verirrt haben. Das wäre auch ein bisschen sehr abstrus. Möchte ich mal mit Handpan laufen, einfach nur einen anderen Typen sehen dabei. Will denn keiner von euch mir einen Tipp geben, wo der Typ ist? Die haben doch gesagt, er ist hier in der Stadt. Vielleicht hier unten im Hauptgang? Nee. Da war auch nichts drin. Auch nichts. Hier bei Emma drinne denke ich mal auch nicht, dass da was war. Warum sagen die mir so einen Stuss von wegen der Typs in der Stadt? Was kann ich erleiden wie schlecht Wetter und kalte Füße? Hey, das hier war nur das Krankenhaus. Ja, ich versuche gerade meine Wut zu unterdrücken. Ah! Hier ist er ja. Mutti, Mutti, wo bist du hingegangen? Oh, mein Ballon! Sag jetzt nicht, dass das ein geskriptetes Event war und ich hätte erst mit Emma reden müssen. Au. Das sieht ein bisschen donnerlastig aus.
Plötzlich schweben dunkle Wolken über Adelheid. Das sieht mir aber nicht so plötzlich aus. Das Gelächter und das Geflüster verstummen. Über ihren Kopf verbreitet sich der stille Albtraum. Das sieht ja aus wie so ein Riss im Raum Zeitkontinuum. Der Himmel beginnt aufzureißen, das kenne ich aber anders, dass die Wolken halt verschwinden. Ein Schwert aus Licht zerteilt das Land. Oh Gott, sieht aus wie eine schlechte Zeichentrickserie aus den 60er Jahren. Holy moly. Klingt nicht gut. Kleiner Junge! Hätte ich dich mal nicht gefunden. Dann wäre das gescriptet Event nicht gekommen und alle wären noch glücklich. Wir hätten es fast geschafft. Lebt denn der Papagei wenigstens noch? Oben beim Schloss würde ich mal sagen, war das nicht? Ich wollte gerade sagen, dann im Speedy Gonzales-Verfahren zu unserer Princess. Apocalypse Now. Beide haben übrigens 315 Lebenspunkte gerade. Das auch festgelegt ist, komisch. Supertreffer! Die Gegner sind auf jeden Fall schon eine etwas andere Hausnummer. Standardangriff von 50. Und ich war doch tatsächlich so dumm und habe noch keine neuen Heilbeeren gekauft. Nehmen wir mich selbst, nicht mehr so dumm sein. So, beide sind eine Stufe aufgestiegen und wir haben eine Heilbeere geschenkt bekommen, sehr schön. Und Sophia. Die Burgtore bleiben noch 5 Minuten lang geöffnet. Wir müssen sofort alle in die Burg bringen. Ohne Witz, unter Zeitdruck kann ich hier richtig gut agieren. Die Frage ist ja, ob die Zeit auch während der Kämpfe gilt, die man eventuell macht. Kann man kämpfen gegen die hier? Möchte ich jetzt mal rausfinden, ob die Zeit auch runtercountet. Ne. Kämpfe werden extra gewertet, sehr schön. Das heißt, ich kann auch ein paar Gegner versuchen zu besiegen für XP. Außer gleich werden die Zeit trotzdem mitgecountet und nur nicht angezeigt. Das ist natürlich gut möglich. Nee, die Zeit wird anscheinend nicht gecountet. Während des Kämpfens. Wobei es natürlich schon heftig ist, was hier gerade abgeht, nicht? Starker Tobak. So, als erstes werden wir jetzt gleich bei dem Festplatz noch ackern und dann die Weststadt machen. Sagen die Gegner nach einem Schlag tot sind, jeweils bei den Nahkämpfern geht das ja. Ich schluck auf.
Das ist natürlich auch der perfekte Zeitpunkt dann während eines Let's Plays, nicht? Aber egal. Das ist eine Straße, versuch einen anderen Weg. Auch clever, dass der Typ einem okay, das ist auch gut. Das heißt, der Typ, der Gegner einem da nicht durchlassen will. Aber jetzt allgemein 5 Minuten für die ganze Stadt ist ja Pillepalle. Wenn die Kämpfe nicht zählen und auch man nicht den nicht den Palast nicht, sondern den fällt der Name gerade nicht ein, nicht machen muss. Platz da, diesen Festivalplatz, der war's. Aber diese Gegner sind noch nicht so stark, die Skelette, also da lohnt das ja gar nicht. Okay. Da waren wir schon drin. Hier im Inn muss man noch oben gucken. Ah doch, da ist noch wer. Vielleicht kriegt man da noch hier eine Belohnung, wie viele Leute man gerettet hat. Irgendwie sowas gibt es doch normalerweise immer bei so einem Spaß. Außerhalb der Stadt läuft, glaube ich, nichts mehr. Spielen wir doch hier. Ihr seid auch clever, nicht? Also kleine Schweine. Die Wunde ist zu groß. Das sagt er irgendwie verdammt häufig. Da ist auch einer, der mich nicht rauslässt, nicht? Ja, dachte ich mir schon fast. Ah, die kann ich aber mitnehmen. Ich fühle mich zu den Verwundeten. Ich besitze Fähigkeiten. Ja, die Fähigkeiten einer Nonne. Oder wie? Lassen wir es dabei. Ich werde von einem Monster verfolgt, für mich fressen. Nein! Du kannst schreien, aber du kannst nicht kommen oder so nach dem Motto, oder wie? Na egal. Ja, bald dürfte ich hier mit dem Sammeln der Leute fertig sein. Wobei es ja noch lächerlich ist, den Gegnern auszuweichen. Sofern das wirklich nicht schwieriger wird. Ich habe nichts getan, ich will nicht sterben. Das haben sich wahrscheinlich alle Bewohner von Adelheid heute gedacht. Ich habe doch nichts gemacht. Ich wollte doch nur spielen. So, jetzt fehlt noch die linke Seite hier von dem unteren Hof. Dann dürfte ich eigentlich auch fertig sein mit dem Spaß, nicht? Okay, da ist keiner. Und das hier dürfte ja schon dieses eine Haus gewesen sein, nicht? Na doch, da war noch der Cowboy-Hut, Mensch. Und hier unten sind wir schon bei dem Magic Shop und so weiter. Genau. Und um die anderen Typen dürfte es schon geschehen sein. So ungern ich das zugebe. Jo, dann renne ich noch einmal in den nächsten Kampf und dann können wir hier auch den Rest der Bürger ihrem Schicksal überlassen. Blast 8 von 59 interessiert mich mal. Ich möchte mal wissen, Schaden das macht. Große Explosion klingt ja gut. Naja. AOE macht ja allgemein weniger Schaden, von daher. So. Wollte hier oben noch die Westside absuchen direkt. Ist das hier schon der... Der ist Krankenhaus? Ja, sehr schön, da war ich doch schon da und kann guten Gewissens in die Burg fliehen.
Belzec. Ich kenne Berserker, aber nicht Belzec. Nicht mal nah dran, Schwächlinge, das ist ein Kinderspiel. Ich kann hier nichts tun, meine höhere Kraft ist wohl für Menschen zu gut. Ich habe die Nachricht der Menschen, die in die Burg laufen. Wenn sie nicht auf die Träne verzichten, werden wir sie... Wir haben die Burg in Stücke schlagen. Okay. Gibt es die Golems? Ja. Alle kaputt, gut. Wir wollten ja nicht gegen die Dinger antreten. Und jetzt haben die Dämonen die Golems und das ist eine sehr tolle Situation anscheinend. So, jetzt haben sich hier die... wir haben uns anscheinend hier erstmal verschanzt in der Burg. Soweit, so gut. Und wir dürften hier vorerst sicher sein. Das werde ich jetzt auch nutzen und werde damit erstmal einen kurzen Break machen. Und dann können wir uns in der nächsten Episode Gedanken machen, wer dieser Belzec ist. Und auch, was der mit den Golems vorhat und überhaupt... was mit dem Anfang vom Ende gemeint war. Denn jetzt scheint ja die ganze Story auf einmal sich zu unfolden. Seid also dabei, wenn es im nächsten Turnset heißt, findet heraus, worum Wild Arms einzig eigentlich dreht. Bis denn, noch einen schönen Abend und tschüss.